Wir sind im wirtschaftlichen Anwendungsgebiet der linearen Funktionen und besprechen hier die Marktpreistheorie und Marktgleichgewicht. Zeichnen und beschriften, da ist ganz, ganz viel zu erzählen. Ich versuche, mich auf das Wesentliche zu beschränken. Ein Softwareentwickler verkauft ein Virenschutzprogramm. Gemäß der Angebotsfunktion PA von x ist gleich 4 Drittel x plus 10 an seine Kunden. Die Kunden hingegen folgen bei ihren Konsumentscheidungen der Nachfragefunktion Pn von x ist gleich minus 3x plus 55. Hinweis, eine Mengeneinheit von x entspricht einer realen Verkaufsmenge von 100.000 Stück. Die Preise P werden in Euro pro Stück angegeben. Okay, also es ist jetzt ja wahrscheinlich nicht nur ein Softwareentwickler, sondern es gibt ganz viele Softwareentwickler, die Virenschutzprogramme verkaufen. Und er richtet sich nach dieser Angebotsfunktion, aber eben auch alle anderen. Das muss man hier vielleicht nochmal dazu sagen. Sonst wäre es ja ein Monopolist. Und dann würde seine Funktion hier bestimmt irgendwie anders aussehen, weil er mehr Geld nehmen könnte sicherlich. Gut, also alle Virenschutzprogramme von den ganzen Unternehmen folgen also dieser Angebotsfunktion, die wir hier sehen. Wir sollen jetzt also die Marktsituation hier mal abbilden und beschriften, die wichtigsten Begriffe klären. Also alles, was man hier so zu sagen kann. Das ist eine ganze Menge. Okay, wir haben hier unsere Grafik, die ist schön groß, da können wir gut drüber sprechen. Unsere Nachfragefunktion verläuft ja immer von oben links nach unten rechts, weil umso niedriger der Preis, desto höher die Nachfrage. Gehe ich mit dem Preis runter, wollen die Leute mehr haben. Die Angebotsfunktion läuft immer von links unten nach rechts oben, denn umso höher der Preis, desto mehr wird angeboten. So, ne? Also die Anbieter freuen sich ja, wenn der Marktpreis steigt, dann wollen sie unbedingt ganz, ganz viel Ware auf den Markt schmeißen, um ja mehr Erlöse zu haben. So, deswegen also überrascht uns dieser Verlauf nicht. Und jetzt ergeben sich hier ganz, ganz viele Stellen, Punkte, Y-Werte, über die wir sprechen müssen. Ich erkläre sie dir gleich nochmal auf der nächsten Folie im Detail. Nur mal ganz kurz angesprochen, wie die heißen. Die Nachfragefunktion, diese rote, ne, das ist die PN. Die Nachfragefunktion hat einen Y-Achsenabschnitt und hier ergibt sich ein Höchstpreis. Hier unten die Nullstelle dieser Nachfragefunktion ist die sogenannte Sättigungsmenge. Die blaue Funktion ist die PA, die Angebotsfunktion. Sie hat einen Y-Achsenabschnitt, das ist der Mindestpreis. Also man sagt auch eher Mindestangebotspreis, denn der Begriff Mindestpreis taucht doch nochmal in einem anderen Kontext auf. Und damit man das nicht durcheinander bringt, sagt man Mindestangebotspreis. Kann aber auch sagen Mindestpreis. So, und das ist dieser Y-Achsenabschnitt und der hat aber auch jetzt keine Nullstelle logischerweise, weil der hier nach oben geht. Das heißt also, er hat die Angebotsfunktion nur einen so einen markanten Punkt, wenn man so will. So, dann hat man einen Schnittpunkt dieser beiden Funktionen. Das ist das sogenannte Marktgleichgewicht. Die X-Koordinate des Marktgleichgewichts nennt man XG, die Y-Koordinate nennt man PG. Zusammen bilden die dieses Marktgleichgewicht und das ist der Punkt, an dem die Nachfragemenge gleich der Angebotsmenge ist. Ne, der Y-Wert ist ja hier gleich bei beiden Funktionen und der X-Wert ist eben auch bei diesen beiden Funktionen gleich. Bedeutet also, dass wenn man sich jetzt irgendein Gut anguckt, wie hier dieses Virusschutzprogramm, dann entsteht, wenn man den Markt in Ruhe lässt, entsteht in der Regel so ein Marktgleichgewicht, wo die Nachfrager gleich den Anbietern sind und die größtmögliche Menge sozusagen an Ware gehandelt wird in der Regel. Und deswegen findet sich der Markt eben auch von alleine in diesem Punkt ein, wenn man ihn denn lässt. So, jetzt hier nochmal zusammengefasst, Höchstpreis ist, bei diesem Preis erlischt gerade so die Nachfrage. Es wird also bei diesem Preis gerade so nicht mehr nachgefragt. Ja, das ist jetzt so eine Formulierung aus dem Schulbuch, ne? Also mit anderen Worten heißt das, bei dem Höchstpreis ist quasi der Preis für die Nachfrage gerade so noch zu hoch. Die nachgefragte Menge ist hier gerade null. Aber wenn der Preis etwas sinkt, dann fangen die Nachfrager an auch zu konsumieren. Ne? Umso mehr er sinkt, umso mehr kaufen die. Beim Mindestangebotspreis ist es ziemlich ähnlich. Bei diesem Preis sind die Anbieter gerade so nicht bereit, ihre Produkte zu verkaufen. Also hier zum Beispiel bei 10 Euro in diesem Fall ist es gerade so noch zu billig. Sie können so ihre Kosten nicht decken. Es macht einfach keinen Sinn, für diesen Preis Ware anzubieten. Steigt aber der Marktpreis leicht über diesen Wert von PM, zum Beispiel auf 10,50 Euro oder auf 11 Euro oder so, dann sind die Anbieter auch wirklich bereit, Ware anzubieten und je höher er wird, desto mehr Ware bieten sie an.
Dann die Sättigungsmenge. Mehr als diese Menge wird vom Markt nicht benötigt, selbst wenn der Preis 0 Geldeinheiten pro Stück beträgt. Der Markt ist an dieser Stelle gesättigt. Die Nachfrager haben kein Interesse, mehr Ware aufzunehmen. Es bringt ihnen keinen zusätzlichen Nutzen. Man sagt halt auch, kein weiterer, also Grenznutzen, sagt man. Also jede weitere Einheit bietet hier keinen weiteren Benefit, keinen weiteren Nutzen für die Kunden. Zum Beispiel, wenn du schon zig Handys hast, dann brauchst du nicht noch eins mehr, sondern sozusagen deine Bedürfnisse nach Handys sind erfüllt. So, das kann also irgendwann eintreten und dann fragst du selbst dann keine Handys mehr nach, wenn du sie geschenkt bekommst, weil der Aufwand, sie zu betreiben, für dich zu groß wäre. So, Marktgleichgewicht hat die beiden Koordinaten, die ich schon angesprochen habe. Einmal die Gleichgewichtsmenge und den Gleichgewichtspreis. Und es ist der Punkt, in dem sozusagen die Angebotsmenge der Nachfragemenge entspricht. Der Markt, man sagt, ist geräumt, weil nur in diesem Punkt das so ist, dass die Nachfragemenge gleich der Angebotsmenge ist. Das heißt, alles tauscht sich einmal aus. Die Anbieter haben genauso viel Ware, wie die Nachfrager brauchen. Es tauscht sich aus. Das ist in keinem anderen Punkt sozusagen oder bei keinem anderen Preis, sagen wir mal so, ist das so möglich. Denn sagen wir mal zum Beispiel, wir haben hier den Gleichgewichtspreis hier. Du siehst das hier und sagen wir mal, der wäre jetzt 30. Dann wäre ja bei 30 Euro pro Stück, wäre ja hier die Nachfragemenge viel kleiner als die Angebotsmenge. Also es stimmt nicht überein. Oder sagen wir mal, der Marktpreis liegt unterhalb von PG. Zum Beispiel bei 15 Euro. Dann wäre die Angebotsmenge viel kleiner als die Nachfragemenge. Also passt auch nicht zusammen. Nur in diesem Punkt passt es. Man sagt, der Markt ist geräumt. Und meistens ist es so, dass das Handelsvolumen da optimal ist. So, jetzt, wenn man diesen Markt in Ruhe lässt, dann findet er sich da. Aber was ist denn, wenn man den nicht in Ruhe lässt? Na, also zum Beispiel kann ja der Staat sagen, wir legen einen Mindestpreis fest hier für diese Software zum Beispiel von, ja, die Software muss mindestens 30 Euro kosten. Macht jetzt keinen Sinn, aber sagen wir mal, dann liegt ja dieser Mindestpreis, der dadurch entsteht, oberhalb von PG und dann hätte man ein Marktungleichgewicht, denn dann wäre die Nachfragemenge ja kleiner als die Angebotsmenge, das, was ich gerade schon angesprochen habe. Der Staat könnte aber auch sagen, nee, so eine Software darf höchstens, na, das macht schon mehr Sinn, so eine Software darf höchstens 20 Euro kosten. Na, dann liegt der Höchstpreis hier unterhalb von PG und die Angebotsmenge ist kleiner als die Nachfragemenge. Und dann entsteht auch ein Marktungleichgewicht. Ich erzähle dir aber mehr dazu im Modul über quadratische Funktionen. Also musst du dir mal da die Videos so anschauen. Da erzähle ich mehr dazu. Einfach um das jetzt hier nicht zu überladen, wird es nur erwähnt. Ja, jetzt noch den ökonomischen Definitionsbereich und ökonomischen Wertebereich von diesen beiden Funktionen. Ökonomischer Definitionsbereich von PA ist natürlich, es geht bei 0 los, ne? Also die x-Werte, die hier relevant sind für die Angebotsfunktion von 0 bis theoretisch unendlich. Wenn also diese blaue Funktion hier so weiterläuft und die Anbieter theoretisch unendlich viel Ware auf den Markt bringen können, je nachdem wie hoch der Preis ist, dann wäre das unendlich. Aber wenn man eine begrenzte Menge an Anbietern hat, die nur eine begrenzte Menge an Virenprogramme herstellen können. Wobei, das wäre hier ganz interessant, weil die Virenprogramme wahrscheinlich ja digital sind. Das heißt, sie sind ja wirklich unendlich verfügbar. Insofern, ja, kann man hier sagen, dass hier wahrscheinlich keine Kapazitätsgrenze ist und somit plus unendlich hier die Obergrenze des DÖK. WÖK ist ein bisschen interessanter, das sind die Y-Werte. Und welche Y-Werte werden von der blauen Funktion hier getroffen? Naja, der kleinste ist hier bei der 10, ne? Also der Y-Achsenabschnitt. Und von da aus geht es nur nach oben. Das heißt also, die Y-Werte, die hier relevant sind, liegen zwischen 10 und theoretisch plus unendlich. Es sei denn, es gibt eine Kapazitätsgrenze, dann wäre es der Funktionswert der Kapazitätsgrenze logischerweise als höchster Punkt dieser blauen Funktion. Die Nachfragefunktion läuft auch von 0, ne? Also hier, die Funktion läuft ja hier so lang, die läuft von 0 bis xs. Ja, was ist xs hier? Also xs ist hier 55 Drittel, also ja, irgendwas ein bisschen kleiner als 19. So über rein überschlagen, das sieht man ja hier auch ein bisschen kleiner als 19, ist hier die Nullstelle. Und diese Nullstelle braucht man natürlich, die muss man berechnen und kann man auch mit dem GTR sich anzeigen lassen, denn das ist ja hier sozusagen meine Obergrenze an X-Werten, die hier relevant sind. Von 0 geht's los bis zur Nullstelle. So. Und welche Y-Werte werden getroffen? Ja, der kleinste Y-Wert, der von dieser roten Funktion getroffen wird, liegt ja hier bei der 0. Ne? Und der höchste Wert ist ja hier der Y-Achsenabschnitt, der ist hier bei der 55, liegt dann entsprechend
meine Obergrenze von den Y-Werten, die hier innerhalb des DÖX relevant sind, die getroffen werden.